Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte mir, ich schmink mich wieder. Ich habe hier meine Box mit meinen Sachen, die ich noch nicht so getestet habe und so. Und da wollte ich mir jetzt wieder ein paar Sachen raussuchen, die ich vielleicht jetzt so verwenden kann. Ich habe immer noch die Reloaded, vielleicht benutze ich die jetzt mal, ne? Ja, dann nehmen wir jetzt zuallererst von Yves Rocher meinen Primer, den ich jetzt noch in meinem Projekt drin habe. So ein Illuminating Primer. So, und jetzt mal gucken, was das hier so ist. L'Oreal. Das ist auf jeden Fall, ich denke mal, eine BB-Cream. Ja, steht da auch. Gucken wir mal, ob das was überhaupt für mich ist. Das ist so auf dem ersten Eindruck. Auf dem ersten Eindruck ist das wieder wie die eine, die Nude Glam oder wie die hieß, die ich ja letztens aussortiert habe. Also noch sehe ich nichts. Also ich sehe zwar, dass ich diese weiße Konsistenz, dass sie sich verteilen lässt, aber dass sie irgendetwas ansatzweise abdeckt, ist ja mal nicht so, oder? Nö. Die kommt weg. Ich will lieber ein bisschen was hier. Ich habe nämlich aus meiner Becker Foundation, habe ich nämlich, ich habe das überhaupt nichts mehr rausgekriegt und habe ich mir das halt in so ein Döschen reingekippt, also so kopfüber über Nacht und so. Die möchte ich jetzt einfach komplett aufbrauchen. Würde mir die Becker, denke ich, auch nicht nochmal kaufen. Das ist diese hier. Wie man sieht, ist die jetzt komplett leer. Das ist die Aqualuminous Perfecting Foundation, ist das. Die ist auch wirklich, macht ein schönes Ebenbild und so. Aber finde nicht, dass es den Preis wert ist. Deswegen würde ich, wenn das Ding jetzt leer ist, würde ich sie mir danach nicht nochmal kaufen. Ich mache mein Schminklicht hier aus. Ich habe nämlich ein Schminklicht. So. Ich habe nämlich ein Schminklicht bekommen zu Weihnachten. Ja, hoffentlich habt ihr überhaupt alle Weihnachten gut überstanden und seid alle gesund. Ich habe damals schon aufgegeben, in meinen Videos zu erzählen, ja, hier frohe Weihnachten und so weiter, weil meine Videos ja eh immer viel zu spät kommen, deswegen mache ich einfach ganz normal immer weiter. So, ich habe übrigens gerade Hanky Panky als Lidschattenbase verwendet. So, jetzt wollte ich ja meine Naked Reloaded Palette mal verwenden. Die habe ich ja jetzt auch bestimmt schon 2 Monate und habe sie noch nicht verwendet. Sieht so aus. Das ist sie. Ja, dann erstmal irgendwas Augenbrauenmäßiges muss ich noch machen. Dann nehme ich von Revlon die Farbe Blond. Einmal, jetzt so ein bisschen spulen. So, jetzt gucken wir aber. Die ist schon schön, die Palette. Jetzt muss ich mal gucken. Ich denke, ich nehme erstmal Retro. Das ist dieser Ton hier. Ach, ist die Palette schön, ey. Ja, was nehme ich denn? Ich denke, ich nehme Retro, wie gesagt. Ich denke, ich werde auch die Spiegel hier abkleben. So, kann ich den wenigstens benutzen. So, mit dem Retro gehe ich jetzt in meine Lidfalte hier rein. Mit einem Real Techniques Pinsel, der ist dafür echt gut geeignet, merke ich gerade. So, und gehe mit... Bucket, ist das nicht auch in einer anderen Palette drin? Also Bucket ist so ein ganz normales, mittleres Braun, sage ich jetzt mal. Macht das auch quasi hier so ein bisschen drüber. Also auch bis nach vorne ziehen, allerdings auch ein bisschen vermischen mit dem, was wir gerade getan haben. Dreamweaver oder Reputation? Okay. Ja, also... Irgendwie hat mir die Palette so, glaube ich, besser gefallen als beim Swatchen. Die sind jetzt, ich sag mal, das sind jetzt keine Töne, die ich nicht irgendwo anders drin habe. Aber okay. Was ist denn hier mit Angel Fire? Ist nicht die bestpigmentierteste, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ja gut, ich gehe jetzt, ich nehme mir jetzt Angel Fire, diesen Champagnerton, und tupfe mir den jetzt so ein bisschen hier so auf, aber... Ihr seht schon, so richtig viel Produkt kommt da nicht rüber, ne? Finde ich gerade ein bisschen schade. Wenn man bedenkt, wie viel Geld die kostet. Nichtsdestotrotz, um Gottes Willen, ich finde es so schön, ne?
Aber ob die jetzt sein musste? So, jetzt nehme ich Endgame. Endgame ist das dunkelste Braun aus der Palette. Jetzt gehe ich auch noch mal mit Reception, wie das heißt, also so ein schimmernder Ton hier unten damit dran vorbei. Also ich muss sagen, die Farben, die ähneln sich schon sehr irgendwo, die in der Palette drin sind. Naja, so jetzt nehme ich mir, was nehme ich denn? Ach guck mal, Blur ist zum Beispiel auch ein bisschen breiter als die anderen Lidschatten. Den nehme ich jetzt, um ein bisschen auszublenden alles. Dann haben wir das ein bisschen softer. Ja, ist eine schöne Palette, hätte aber nicht sein müssen, ne? So, jetzt nehme ich mir meine Lieblingsmascara Big Bang, Beauty Big Bang. Oh Leute, ohne Scheiß, ich habe letztens schon einen Aufruf bei Instagram gestartet. Und aber alle haben nur geliked. Meine Frage wurde außer Acht gelassen. Also ich hatte nämlich gefragt, ob jemand weiß, wo ich die herkriege oder beziehungsweise ob die jemand hat. Und die nicht braucht. Ich nehme alle, die ihr habt. Ich finde die super. Ich weiß auch leider nicht mehr, von wem ich die im Trash-Päckchen bekommen habe. Ja, auf jeden Fall finde ich die ultra toll. Aber ich sehe gerade, mein Hautbild ist nicht schön. Sehr streifig irgendwie. So, jetzt nehme ich ein bisschen, erstmal Puder. Puder haben wir ja hier so. Ich muss immer noch das von MAC immer nehmen, wie heißt das? Emphasize, weil das ja in meinem Projekt drin war. Das werde ich auch in Zukunft mal aufbrauchen. Aber ich habe nämlich jetzt meine Ambient Lightning Palette von Hourglass in meinem Projekt drin. Deswegen wird die ja verwendet. Und das ist auch eine ganz andere Liga, ne? Muss man sagen. Wobei ich das MAC Emphasize auch wirklich sehr gut finde. Hier gehe ich übrigens einfach so rein. Weil der mittlere, der ist nämlich schon ein bisschen, ja, nicht mehr ganz so viel da. Und dann verteile ich das immer so ein bisschen. Jetzt nehme ich mein Essence Lights of Orient. Das ist halt ein Bronzer, steht hier. Ich würde eher sagen, dass es so ein bisschen schon fast Kontur ist. Aber ich verwende es schon so ein bisschen bronzartig auch. Dann haben wir ja das hier. Das Blush hier von The Balm. Hat hier noch einen Eyeliner. Naja, egal. Dann haben wir Highlighter. Da nehme ich im Moment immer den Away We Glow. Das ist ja der aus meinem Projekt zuletzt. Und wenn etwas gut funktioniert, warum sollte man es dann wieder in die Schublade legen? Ich versuche den jetzt im Moment so ein bisschen leerer zu bekommen, weil da ist ja schon eine gute Lücke entstanden, ne? Und deswegen nehme ich den halt im Moment, opala, sehr gerne. Never change a winning team, sagt man doch so gut, ne? Jetzt nehme ich von Superstay 24 Stunden. Oder nicht der andere Lippenstift, den ich in meinem Projekt habe. Naja. Superstay 24 Stunden in der Farbe 553. Das ist so ein sommerliches Rot. Muss sagen, nicht mein Lieblingsrot, weil das schon sehr Peachy Pink und das passt überhaupt nicht zu meinem Augen-Make-up. Überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe schon was gefunden, was eher passen könnte. So. Ja, von Wet n Wild einer, der gefällt mir aber eigentlich gar nicht. Aber ich gucke mal eben. Ja, komm, nehmen wir mal das und das. Ich habe hier einen Lip Liner von Douglas in der Farbe Paprika. Das ist die Farbe Paprika, gefällt mir schon mal gut. Würde ich jetzt mal so sagen. Und dann tue ich da drüber einen braunen Lippenstift. Ich mache mal eben ein bisschen ab. Weil der ist krass, glaube ich. Weil, guckt mal auf dem Taschentuch, das ist so ein Metallic Braun. Probiere ich jetzt mal aus. Der ist übrigens von Wet n Wild die Farbe Kaschmir. Ich muss sagen, der riecht schon sehr nach. Oh, der sieht aber cool aus. Karnevalschminke. So ein nicht ganz so gut mehr, muss man sagen. Aber irgendwie finde ich die Farbe gerade irgendwie cool. Zu dem Augen-Make-up.
mal wegtun. Ja, Setting Spray, ne? Nehme ich das von Catrice, das Prime and Fine. Das sprühen wir uns jetzt ins Gesicht. So, und das Wort. Das es ist, meine Haare sind heute nicht ganz so cool. Ich krieg das Gel im Moment nicht da richtig rausgeknetet. Muss mal gucken, was ich da falsch mache im Moment. Naja, gut. Ich danke euch, dass ihr zugesehen habt und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, ihr Lieben.